Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Five Legacy. Und es geht direkt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben jetzt irgendwie einen Begleiter bekommen und ich finde ihn leider nicht. Also eventuell könnt ihr mir da noch einen Tipp geben. Für die Leute von euch, die es spielen, haben wir jetzt zweimal das gleiche bekommen. Nochmal Aurikalkum. Alright, das nächste kriegen wir auch gleich. Oh, nein, wir kriegen es jetzt schon, lol. Ah, oh, wow. Okay, ich merke schon. Habe ich auf jeden Fall Glück. Ja, ich weiß leider nicht, wo der Begleiter ist. Ich finde ihn nämlich nicht. Er ist nicht im Beutel. Und es gibt hier auch keinen Begleiter-Tab. Hier will er die ganze Zeit, dass ich mein Skill aufwerte, deswegen machen wir das jetzt auch mal. Ja, mal nicht übertreiben. Weil da kommen noch neue Skills dazu. Aber auch hier unten. Kostüm, Sammlung. Charakter waren wir gerade, Schmiede, Rang, oben Belohnung, Quests, also ich weiß nicht, irgendwo muss der sein, aber das werden wir wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann noch rausfinden. Rio Pang, weißt du schon das Neueste? Maskerpads machen Ärger in Madrin Town. Oh, Frankie, sprich mit Frankie auf der Flares-Ebene. Da habe ich gerade schon wieder ein Level-Up bekommen, wo ich gar nichts gemacht habe. Um die Maskerpads zu besiegen, sollten die Söldner gemeinsam kämpfen. Können wir ab jetzt auf eure Hilfe zählen? Ja. Sprich mit Bobo-chan auf der Flares-Ebene. Oh, oh, oh. Töten, töten. Ich muss töten, muss töten, muss töten, muss töten, muss töten. Muss vernichten. Wie kann das sein, dass ich mit Level 19 so lange für ein Level 7er Vieh brauche? Aber vielleicht haben die Level der Monster nicht wirklich was mit den Leveln der Charakter zu tun. Bobo-chan, du wirst starke Waffen brauchen, um gegen Maskerpads zu kämpfen. Schau dich doch in Madrin Town nach einer um. Oh, wir haben Level 20 erreicht. Explosionsschuss gelernt. Okay. Sag mir jetzt nicht, der sitzt da unten links. Ah, okay, never mind. Hey, wieso muss ich jetzt nochmal mit dem reden? Oh, noch ein Weg. Wo ist der Begleiter? Rasselbock? Oder haben wir vorhin gar keinen Begleiter bekommen? Ich weiß es nicht. Geh erst nach Madrin Town. Der Weg ist zwar weiter, mit einem Kaninchen bist du nicht allein. Oh, das wurde direkt beschwört. Mit einem Reiterbegleiter reist du schneller. Ah, jetzt haben wir auch ein neues Menü. Das heißt sogar Begleiter. Wow. Okay. Ich kann auf einem Kaninchen rein. Elomeo. Aber jetzt seid mir nicht böse. Das Bild ist doch ein fucking Tiger. Aber das ist wahrscheinlich das allgemeine Begleitersymbol. Lol, das ist ja sau funny. Okay, das ist ziemlich cool. Das haben wir beim letzten Mal nicht mal erlebt. Tatsächlich, als ich das erste Mal angezockt habe, so weit sind wir nicht mehr gekommen. Wow, das macht Spaß, das ist cool. Wahrscheinlich hauptsächlich deswegen was. Guck mal, Bobo-chan, ich reite auf einem Rabbit. Guck mal. Guck mal, wie cute ich bin, Bobo-chan. Obwohl du der von uns bist, der Chan im Namen hat. Aber Asomiao-chan und Rabbit-chan sind bei dir. Okay, genug rumgecringed. So, das sind Buru-Dings, die sehen ganz schön anders aus. Sprich mit Hachal. Wo ist der denn? Oh wow, ich bin... Oh lol. Damn, boy, Hachal. Ich habe gehört, dass du eine Rudel Maskerpads bei Flares erledigt hast. Das ist schön, aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Okay, werde ich nicht machen. Besiege Boro-Ding auf der Flares-Ebene. Kann ich vom Pet aus angreifen? Ah, dann steige ich automatisch ab. Macht Sinn. Ah, und dieser Schuss hier macht Damage over Time anscheinend ein bisschen... So ähnlich wie der Arrow-Skill, der AOE-Arrow-Skill von Ranger. Wait, what? Die sind Level 45? What? Wieso sind die Level 45? Und wieso geben die nur so wenig XP, wenn sie wirklich Level 45 sind? Ist das ein Anzeigefehler oder bin ich retarded? Da steht doch eindeutig Level 45. Das letzte Monster, gegen das ich gekämpft habe, war Level 7. Hm. Interessant. Was blinkt hier schon wieder? Begleiter, stimmt, das sind wir noch gar nicht reingegangen, ne? Was heißt Kosten? 269, was heißt das? Begleiter zersetzen? Oh, nein. Herz benötigt, Gildenladen, schließt die Quest. Okay. Begleitersammlung. Okay. Gesamtbuff, gesamter Begleiterbuff, kumulative Werte der ausgerüsteten. Man kann mehr als einen Begleiter haben. Okay. Oh, es gibt seltene Werte, davon haben wir natürlich keinen einzigen. Nur die Basiswerte.
Okay, aber warum blinkt das? Ja, ich hab's gecheckt. Hier ist ein Begleiter, okay. Ach nee, hier oben muss ich draufklicken. Mit Glück, Item. Nee. Warum wird mir das angezeigt? Ah, Begleiter-Gacha-Laden. Aber hier ist nichts drin. Was ist das? Bringt 5000 EP, okay. Das ist alles so verwirrend. Warum geht das Ausrufezeichen denn nicht weg? Was soll ich denn machen, Mann? Gehen wir nicht auf den Sack, Bro. Okay, Skills, genau, den können wir uns noch anschauen. Explosionsschuss. 200% physischer Schaden und verbrennt die Gegner. Es ist besser als der andere Skill und hat den gleichen Cooldown. Das heißt, wir leveln den hoch. Oh, wow. Wir haben kein Penya mehr. Oh, Level 9 von 10. Let's go. Passt eh. So. Dann auf den Rabbit und weiter geht's. Ich check jetzt nur nicht, warum die Viecher plötzlich Level 45 sind. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und warum sie trotzdem keine XP geben oder fast keine. Als die Borodings erledigt waren, wurde der Anführer Boroding wild. Kannst du dich bitte darum kümmern? Alter, 132.000 XP, das sind 5 Level gefühlt. Ha, 4. Kassianto-Helm. Alright. Kampfkraft plus 4. Wir haben schon 1552 Kampfkraft. Oh ja, diese stehen ja eh direkt hier. Die sehen aber nicht aus wie der echte Giant Borodeng. Der echte Giant Borodeng sieht aus wie die normalen Borodengs. Tatsächlich. Naja, eigentlich auch nicht. Naja, die Farben haben sie nicht wirklich getroffen. Alter, der ist Level 50. What is even going on? Und da ist gerade der Typ, der dieses Ding gewonnen hat. Dieser Magic, der doch dieses PvP-Tournament oder was auch immer da gewonnen. Das hat er gerade im Chat geschrieben. Hey Magic, wenn du das siehst, ich bin dein größter Fan. No Kappa. Please level me. Nein, ohne Spaß, bitte. Irgendjemand muss mich leveln. Spaß. So. Triff dich bei Matrentown mit Tukani. Er weiß vielleicht etwas. Achte auf dem Weg dorthin auf Puckepucks. Alter, einfach Level 30 fürs Nichtstun, Mann. Besiege Puckepuck auf der Flaresebene. Ist Level 200 das höchste Level? Das geht ja ganz schön schnell. Also ich meine, klar, 200 Level sind eine Menge. Aber ich meine, what the hell? Das geht ja schneller als im richtigen Flav. Level 55. Und irgendwie machen die uns auch keinen Schaden. Wir haben zwar schon einmal einen Trank benutzt. Also irgendwann muss uns wohl immer jemand Schaden gemacht haben. Aber die Viecher hier machen uns keinen Schaden. Man kann die ganz gut kiten, tatsächlich. Oh. Voll daneben. Oh. Okay, ich muss schon selber zielen, tatsächlich. Das ist ja ganz schön beschissen. Bei ein bisschen Auto-Targeting, wenn sie nah genug stehen, macht sie Auto-Targeting. Aber nur, wenn sie nah genug stehen. Ja, ich will schon mal ein bisschen trainieren. Die machen uns jetzt zwar natürlich keinen Schaden, aber wenn es mal starke Gegner sind, sollte man das schon möglichst hinbekommen, ohne Damage zu kriegen, schätze ich mal. Oder mit möglichst wenig Damage. Und anscheinend geht das ja. Damn. Completely destroyed, son. So. Uff, lasst mich in Ruhe. Oh nein, ich muss jetzt zu wem ganz anders. Wer zum Teufel ist Tukani? Ja. Ach so, musste ich die gar nicht töten? Oh. Hoppla. Da ich mich kurz fangen lassen. Meine Begeisterung konnte ich nicht zügeln. Oh, die Brücke sieht nice aus. Wie die da drüber hoppelt, ey. Ich pack's nicht, Mann. Das ist schon cool. Es gibt Gerüchte, dass bei Matrentown ein Riesenskorpion namens Chainer aufgetaucht ist. Oh, first job change, boys. Who can remember? Smash that like button, if you remember. Maskepads greifen einander normalerweise nicht an, aber anscheinend hat dieser Skorpion die Demians aus ihrem Lebensraum verdrängt. Ja und, wen interessiert's? Sind doch auch Monster. Besiege Pieks-Schildkröte. Oh Mann, ey. Da bin ich doch ganz froh, dass sie das richtige Fleiß nicht übersetzt haben auf Deutsch. So, what am I doing? Aber wahrscheinlich kriegt man jetzt deswegen so extrem viel XP bei den Quests, damit man auf das gleiche Level wie die Monster kommt. Damit die Monster dann tatsächlich auch wieder stärker werden oder so. Keine Ahnung. Muss mal 3 Stück herziehen. Oh, Leute, die hat Half-Life. Ist da jemand gestorben? Wahrscheinlich nicht. Warum verfolgt die mich nicht, Mann? Ich will die alle drei auf einem Haufen haben, damit ich allen drei gleichzeitig Schaden mache.
Okay. Bam. Unser Insane Damage mit 9 und 13. Kann die Ausrüstung eigentlich kaputt gehen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube die Ausrüstung... Dr. S dann, let's go. Ich glaube die Ausrüstung hat hier tatsächlich... Haltbarkeit, oder? Oder auch nicht. Oh, man kann Ausrüstung für diesen Staub zerlegen. Das machen wir aber nicht, weil wir haben noch keine Handschuhe, ne? Doch, wir haben Handschuhe. Stachelhandschuh. Physische Abwehr plus 89, Magieabwehr plus 89. Und was bringt... Oh, es ist schlechter. Stimmt, steht auch da. Dann zerlegen wir es. Let's go. Gönnen uns das magische Pulver. Machen wir das XP-Ticket. 50.000 XP. Begleiterticket. Ah. Ja, aber wo benutze ich das Ticket denn? Begrenztes... Soll ich mal eins kaufen? Weiter um einmal mit... Einmal... Weiter um einmal mit Penny spezielles begrenztes Gacha zu ziehen. Ach so, das sind 1 Million Leuchter. Da steht 1000, hoppla. Upsi. Also, es ist zwar das gleiche. Naja. Ach so, das eine ist mit seelengebundenem Penya und das andere ist mit nicht seelengebundenem Penya. Ja. Okay, und hier ist es natürlich nochmal mit Echtgeldwährung. Wer hätte das erwartet? Okay, aber keine Ahnung, was mir dann das Gacha-Ticket bringt, wenn ich das nicht benutzen kann. Das verstehe ich nicht. So, let's go. Explosionsschuss ist auf Max-Level, macht 10% mehr Schaden. Warum steht da immer noch 209 auf 210? Ich hab's doch schon auf Max-Level. Oh nein. Ah, mit Level 101 können wir es weiter scannen. Ah ja, okay. So, dann hoppe hoppe Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in die Peaks-Schildkröte, fressen ihn die Chainer. Okay, ich hab verkackt. Ich hab Chainer gesehen und er ist schrecklich. Du darfst nicht zulassen, dass er die Stadt zerstört. Bitte, du musst ihn töten. Wow. Okay. Ja, wieso? Chainer greift mit einem riesigen Stachel an seinem Schwanz an. Sei vorsichtig. Ich glaube trotzdem, dass du Chainer besiegen und die Demians dorthin zurückschicken kannst, wo sie hergekommen sind. Ja, wieso? Wie oft soll ich noch mit ihm reden? Besiege Chainer. Das ist eine tolle Gelegenheit, gute Items zu erbeuten. Das dauert dich. Quest Monster droppen nämlich meistens nichts. Oh, Story Dungeon. What is happening? Was steht da? Ich kann es nicht mal lesen wegen der Sonne. Was steht da? Ach so, beendet, lol. Ach so, Kapitel 1 von der Story Quest, oder was? Oh. Ah, 10, nee, 19 Quests waren das und Kapitel 2 hat 26. Aha. Oh, wie weit sind wir hier gekommen? Wo steht denn das nochmal? Ah ja, hier. Uff. Okay, nicht weit. Story Dungeon 50 mal abschließen? What? Wir haben noch nicht mal einen abgeschlossen. Spreche mit Kurmin auf der Flares-Ebene. Bro. Willkommen, Michael hat mir schon von dir erzählt. Wir könnten deine Hilfe in den leeren Bergen gut gebrauchen. Das leeren Gebirge. Wir haben eine Gemetzelkette bekommen, lol. Ja, und wir haben noch... Oh, wir haben eine neue Armbrust bekommen anscheinend. Ah, die... Wieso hat es die Kette automatisch ausgerüstet, aber den Ring nicht? Wahrscheinlich, weil ich den Ring gedroppt habe und die Kette von der Quest bekommen habe. Physische ATK plus 0,3 und Physi 0,3, Mann, bitte... Das bringt halt nichts, wenn du 15 Schaden machst, bringt dir halt 0,3% nichts. Gut, okay, wenn du es 5 Mal hast, irgendwann schon, aber... Ach, das ist doch Schwachsinn. Und das ist besser? Wo steht denn der... Ich meine, das ist sowieso besser, aber ich würde es gerne sehen. Also es ist schon mal eine höhere Seltenheit. Das eine ist grün, das andere ist blau. Aber wo steht denn hier? Wo stehen denn hier die Werte? Physische ATK 19...
Wo steht es von meiner alten? Ist da kein Vergleichsfenster? Hier steht auch 19, physische ATK 19. Dann geht es wahrscheinlich um die Werte da links, Runenwerte und so, ne? Weil die hier bringt Runenwerte und die andere nicht. Oder weniger. Ne, die bringt gar keine. Und die schon. Ne, die bringt auch keine. Ne, die bringt da oben mehr. Die bringt Seltenheitswerte. Ah. Dann zerlegen wir das. Zack, weg mit dem Schmutz. Alright. Es verwirrt mich immer, dass es. Oh, Dungeons. Ach so, den. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, wir gehen jetzt in den Dungeon rein. Oh. Ah. Was ist das hier? Ah ja. Alright. Ja, das ist doch ein guter Cliffhanger, oder? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, lasst mir ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch wieder gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal diesen Mudrintown Story Dungeon aus, oder? Hört sich doch pretty interesting an. Und ja, lasst es mich mir mal wissen, ob es euch gefallen hat. Wie gesagt, Like, Kommentar und Abo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, rein, danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.